der Kampf wäre so viel einfacher, wenn ich Eddie hätte, ne? Aha. Donk. Bonk. Prozent. Alter, haben wir jetzt mal bald? Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Ich weiß es nicht. Das Spiel jetzt ja gerade. Mein Gott, ey. Das sind so viele Gegner. Es sind einfach zu viele. Ja, du kriegst, glaube ich, nur genug Erfahrungspunkte hier gleich. Ich müsste Yonaka da unten in irgendeinen Wald bewegen. Oh mein Gott, ich habe gerade gesehen. Ja, ich getötet. Er macht ohne links gar nichts an Schaden. So, oh, da bringt dich um beim Konter. Cool. Okay, okay, anscheinend kann Protection nicht vom Koop-Schlägen schützen. Mein Gott, hat er viel Stärke. Sicher, jetzt erst. Bogenwacht. Noch mehr. Aber wenn jetzt, ja, jetzt schon so aussehen, will ich nicht wissen, wie das Endgame aussieht von dem Spiel. Ey. Ich muss halt hier in drei Parts einteilen wahrscheinlich. Das wird so lange. Währenddessen ist Eddie noch da oben. Okay, cool. Au. Sag. Fortschritt, cool. Das könnte eigentlich nicht schlecht sein. So, einmal nach oben bitte. Muss schauen. Ich brauche hier eine Menge Heilung mit allen. Blöd ist ja da irgendwie, die haben alle drei Reichweite. Das heißt, ich werde nie dazu kommen, irgendwie okay, wir sehen kommen, kein Ding. So, weil es hier drinne, das ist so ein Siegel, ne? Ich mach dir was mal auf hier. 2000 Gold halten, cool. Ah, oh Gott, wer da bringt's nicht da? So, Yonaka ist in Sicherheit. Sie kann nicht getroffen werden. Warum ist sie kann ja auch nicht kontern? Ihn kann sie kontern. Ja, cool. Ach, er hat einen langen Speer, ehrlich. Ach. Okay.
Wenn ich das Segel aktiviere, was passiert dann? Geht das hier auf? Ja, ne? Aber ich habe irgendwie Angst, dass irgendwie dann ich noch mehr Leute irgendwie auf mich ziehe. Bis sie überlebt hat ja nicht. Also wenn ich mit ihm als Erster reingehe. Den hier. Oh, sehr gut. Geht den leider nicht. Aber der war gut. Kann man mal machen. Ah, da bringt ihr nicht um. Dann auch nicht. Dann nehmen den hier. In der Leichtlanze. Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Bitte triff. Okay, jetzt aber mal ganz ehrlich. Hör auf mit den Reinforcements. Tiki. Du bist ja außer Kontrolle gerade. Kannst du nicht machen. Ja, du willst mich prüfen. Das ist doch gefühlt, die will mich echt umbringen, ja. Keine Prüfung, die will mich echt töten. Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Weil ich kann mich nicht schneller heilen, als die Gegner hier kommen, ey. Ich hätte zwei Heiler mitnehmen sollen, ey. Das ist voll Folter mittlerweile. Also ich aktiviere jetzt einfach. Mal drauf gehen, ja, ne? So, wer kommt jetzt alle auf mich los, ey? Oh oh. Das bedeutet, die kann sich noch weiter bewegen jetzt. Was? Drei Drachen? Das will ich auf den Arm nehmen, was so. Hey. Boah. Da links muss ich ja auch noch Gegner erlegen. Ist ja nicht mal, als wäre ich immer fertig oder so. Ich komme kaum voran, ne? Die ganze Zeit verdammte Dings hier kommen, ey. Das ist voll unfair. Was soll ich denn dagegen jetzt machen? Ganz bitteschön. Weil ich würde auch mal gerne die Leute hier angreifen, ne? Aber wenn ich die angreife, dann kommen die mit ihren 1000 Gegnern auch noch auf uns zu. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Wenn ihr nicht so drei Reichweite Angriffe hätten, dann wäre hier viel einfacher, ne? Aber sie überlebt einen Angriff, ne?
ist ja nicht Dings, ist ja Eis, Eisball oder wie auch immer hieß. So, weh, das lohnt sich nicht, ey. Ich bin den ganzen Weg jetzt hierhin gerannt, ne? Ich will den Part schon kaum irgendwie hochladen, irgendwie. So, du greifst hier mit an, was 15 Schaden macht. So. Ich weiß nicht, ob ich diesen Ansturm von Gegnern überhaupt überleben kann. Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Also überleben vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass ich die schnell genug erledigen kann. Ich muss ja alle erledigen jetzt mit einem Schlag. Okay. Der trifft mich natürlich auch immer. Wäre natürlich auch mal gut, wenn der mich nicht treffen würde. Aber nee. Ich glaube nicht, dass ich genug Charaktere habe hier. Okay. Was anderes bitte. Macht alles viel zu wenig Schaden. Ha. Okay. Ich will schon fast gar nicht diesen Part hier hochladen, ey. Weil es hier schon frech wird langsam. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe hier. Ich muss ja alle mit einem Schlag jetzt erledigen. Eine schlechte Idee, hier reinzugehen. Warte mal sehen, was das DLC drauf hat, ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass man hier schon reingehen soll. Nee, ich glaube nicht, dass wir halt überleben. Nee, überleben wir auch nicht. Aber er geht jetzt auf ihn los. Mein Gott, ey. Ja, ist gut, dass die alle ausweichen, aber Dings geht jetzt drauf. Purativ hätte ich noch. Ja, ne, warte mal. Ne. Ne, er kann ja aus drei Dingern angreifen, aus drei. Sie hat auch nichts, ne? Okay. Cool. Wer hat bessere Ausweichen, du oder du? Wir haben beide nicht überleben. Okay.
Ja, gleich 3 Stunden am Aufnehmen und ich bin immer noch nicht fertig mit dieser Kapitel. Ja, ist doch... Alter. Also dann geben wir die Ladung ja aus, ey. Ich hoffe, das ist die letzte Verstärkungstruppe. Wie viel schlimmer kann es denn eigentlich noch werden, ne? Jetzt eigentlich einen Unterschied, den ich habe. Ich glaube nicht, ne? Mein Gott, sie erreicht ihn noch nicht mal. Ich glaube, das schaffe ich wieder nicht hier. Oh mein Gott, ey, das gibt's jetzt nicht. Warte, was? Was? Warum machst du so viel Schaden? Koabschlag. Weiß nicht, warum du so viel Schaden machst. Schon Level 16, ey. 28 war das, ne? Uff, genau richtig. Das sollte helfen. Ja, ja. Mein Gott, ey. Ich bin Schnauze voll von dieser Level. Na blöd ist, den Ring, den ich wahrscheinlich am Ende bekomme von Tiki, werde ich wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. So, jetzt wollte ich aber wissen, was ist das hier? Kann ich nicht. Okay, kannst du mit Purativ Etty erreichen. John. Ah, wenn ich hier hingehe, locke ich die bestimmt alle an, ne? Mach mal. Ich will erst mal sehen, ob hier wieder immer noch Gegner kommen. Oh mein Gott, ey. Hier geht ja langsam die Heilung aus, wenn er zu weit geht. Ich habe noch einige Heilstäber, die sind noch ein bisschen, die sind schon angekratzt, wie blöde. Cool, maximiert. Bitte nicht. Okay, haben wir es jetzt mit den Verstärkungssuppen? Da kamen 3 Drachen.
Es hat, wir haben es hier hinter uns. Aber ich habe keine Lust mehr. Ich bin schon überlevelt hier aus diesem Kapitel rausgegangen. Und langsam können wir ruhig mit den Gegnern ja mal Schluss machen. Weil langsam ist das schon ein bisschen, ja, zu crazy. Na, John, wo bist du? Na, komm. Sag, ich würde gerne mal hier durchkommen, ehrlich gesagt. Oh nein. Okay, den kann man da platziert lassen. Weil er folgt nicht. So. Eisenschwert. Man sagt, dass der auf ihn losgeht. Ja. Zum Glück. Guck mal, wer hier unten noch ist. Da oben, meine ich. Glück haben, ist sie irgendwann in Reichweite hier. Na, vielleicht gehen die auf Yonaka los, genau. Ja, nicht schlecht. Okay, kommt her. Oh mein Gott, ey. Ah, nicht gesehen. Okay, ist gut. Okay, ist gut. Okay. Falsche Knöpfe. Das Kapitel dauert viel zu lange. Gott, ey. Das ist viel zu lang, der Kapitel, ey. Wir 3 Stunden schon dran fast, ey. Hm. Was hört mich denn da hinten? Okay.
kommt er. Aber hätten so viele Treffer-Chancen daneben, also kein Schaden, meine ich. Weiß schon, was ich meine. Da kommt schon der nächste Haufen, ne? Zum Glück sind die Dings aber jetzt weg. Verstärkungsrücken. So, dich machen wir fertig. Sind dann alle am Leben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich genug HP, ist klar. Okay. Oh, perfekt. Ich komme ja voll überlevelt raus. So habe ich noch andere Charaktere, die unterlevelt sind jetzt. Versuch nicht zu kritten, aber wenn du machst, ist auch nicht schlimm. Okay. Hast mir noch 5 Schaden. Dann komm mal her. Okay. Okay, wer trifft mich da? Du bist du Eisenachs, verdammt. Ich kann mich nicht bewegen. Bin gar nicht in Reichweite. Noch nicht. Okay, sieht nicht so aus, als könnte ich ja noch irgendjemanden erreichen. Na, wir sind alle im Eimer und dann kommen schon die nächsten Gegner. Mein Gott, ey. Immer das gleiche Spielchen, ja. Du lockst ihn an. Nicht so viele. Ah, verdammt. King geht gar nicht, ey. Ja, du machst 22 Angriffskraft. Du hast 22 Angriffskraft. Du hast 25 Verteidigung. Kommt das noch mehr? Okay, gehen wir alle zurück daneben. Kollegen, ihr müsst mir mal... Wieso trifft er mich von da aus noch? Hm. Hier alle langen Speere, ne? Wurf beide. Oh, diese Eisdinger verwirren mich voll. Bin ich jetzt außer Reichweite? Ist er jetzt? Ja, okay. Normalerweise werden die schon während der Bewegung aktualisiert. Oh, guck mal hier. Ja, aber bringt leider nichts. Obwohl. Halt, ein Moment. 1,
Er kann sich nur bis dahin bewegen. 1, 2, 3. Ich bin in Sicherheit hier. Perfekt. Dann, wenn der Gegner jetzt am wenigsten wartet, kommt Etty mit ihren mächtigen Bogen. Aus jetzt, der aussieht, als wäre irgendwie was von den Dwemern aus The Elder Scrolls. Und sie kann damit doppelt, weil sie so viel Geschicklichkeit geklaut hat. Haha. Sehr geil. Cool. Nur Schaden, genau. Ich kann gar nicht wissen, wie stark Tick hier ist, ey. Ich habe die noch gar nicht begutachtet hier, die Werte von der. Okay. Ah, du. Warte mal, Startmax, ist das nicht gegen? Ja. Muss aber einmal treffen. Deswegen mag ich Axtkämpfer, die treffen nie, wenn man das will, ey. Ja, ich mag Philipp, er hat mal nicht mal vernünftige Stärke oder irgendwie so, ey. Oh, warte, du kannst mich kontern. Das ist auch so eine Sache, je länger du an einem Kapitel sitzt, desto mehr passt du nicht auf, ey, weil das Kapitel schon so lang geht. Und es irgendwann einfach nur hinter dich bringen wird, ey. Perfekt. Ja, schon vor, die mit den Verstärkungen hier aufgehört haben. Da ging mir irgendwo auf Nerven. So, das ist immer noch ein Drache, aber nichts dagegen. Jetzt kannst du mich mal heilen, John. Züge. Okay, immer noch keine Verstärkung. Gut. Lebe ich. Viel AP. Nein, ich wollte doch. Ah, ich muss sowieso dahin mit meinen Charakteren. Aber mach mal, weil nicht. Ich muss einfach nur Etty hoch heilen. Dann kann sie sich um den kümmern. Ohne Probleme. Wenn sie erreichen können von hier aus, ne? So, ein Purgativ bitte. Das reicht noch nicht mal. Der Typ macht 20 Schaden, das reicht nicht. Also warte noch mal. Wenn ich schon Purgativ angewendet habe, dann richtig, benutze ich dann auch. 17.
Was mit dir? Du weißt mich nicht perfekt. Dann komm du ja mit deinem Langbogen. Wenn er sich natürlich bewegt, der Magier meine ich, im nächsten Zug, dann ist sie ihm hilflos ausgeliefert. Nein. Hallöchen, na? Daneben. Okay. Ja, sie hat definitiv gelevelt. Geschicklichkeit, gut. Sie braucht mehr Figur, ey. Sie wird immer noch runtergeballert von ihren... Und sie hat sich sogar bewegt. Das heißt, im nächsten Zug hat er die fertig gemacht. Okay. Ein Magier, kein Ding. Ich komme hier einfach jetzt dahin. Was nichts dagegen machen, außer mich töten. Außer mich zu töten. Aber so. Wenn du kritten würdest, wäre gut. Nein. Okay. Oh mein Gott, er hat sogar eine Chance, noch daneben zu hauen. Macht er sogar. Okay, er greift zweimal an. Habe ich nicht dran gedacht. So, ich muss mal kurz aus meinem Vorrat. Ich habe nämlich die Heilstäbe von Flammen. Habe ich extra in den Vorrat gepackt. Einfach nur, weil ich sicherstellen wollte, hat mir nicht die Heilstäbe ausgehen. Oh, jetzt bekommt er auch gar keine Erfahrungspunkte mehr. So, Tiki. Hast du eine Treffer? Ich sehe deine Trefferquote nicht. Ist hier irgendwo eine Säule oder so? Ich pack schon mal Yunaka da rein. Einfach nur für den Fall, dass die hier rausgestürmt kommen, was die wahrscheinlich machen. Dann schicke ich dich mal da oben hin. Du holst dir die Truhen. Und jetzt werde ich mal sehen, was hier ist. Silberkarte halten. Oh Gott, die will ich nicht benutzen. Mit dieser Karte im Besitz erhält man 30% Rabatt im Arsenal und im Laden. Warte, ist sie jetzt immer aktiv? Normalerweise musste man die immer bei sich tragen. Den Effekt zu aktivieren. Ich glaube, die ist immer aktiv jetzt. Alter, ich würde mir echt wünschen, wenn das Spiel mir wenigstens der Wahl geben würde. Ey. Jetzt habe ich dauerhaft minus 30% Rabatt auf alles. Ey. So heftig Pay for Win will ich auch nicht machen. Boah. Wäre echt schön gewesen, wenn mir das Spiel wenigstens der Wahl gegeben hätte. Jetzt habe ich dauerhaft minus 30% bei allen Einkäufen. Na gut, meinetwegen. Bloß die 30.000 Gold, die ich bekommen habe, ey. Ich würde mir wünschen, das Spiel wird einem wenigstens eine Auswahl geben, wie, ob man das haben will oder nicht. Ich nehme jetzt mal stark an, die ist jetzt nicht mehr abstellbar, ne? Na, ich guck mal, ob das hier was bringt.
Jetzt verwaltet sie sich. Jetzt kommt sie wahrscheinlich auf uns zu, ne? So, und sie kann uns aber nicht treffen. Oder? Treffer 136. Okay. Ja, ich pack mal Yunaka da rechts, ne? Oh, und ich kann sogar noch mit ihr. Okay. Also wenn das Spiel jetzt schon solche Dimensionen angenommen hat, dann mir schon so viele Vorteile gibt, dann nutze ich die jetzt auch aus. Ist mir jetzt egal. Man sieht ja, wie schwer ich das Spiel sein kann, wenn es will. So. Kann ich... Ich sollte erstmal den hier machen, ne? Ja, die greifen halt auch alle an, ne? So, warte mal hier. Teleport, hey. Warte, warte. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Teleport und Fortschritt? Ist doch genau das gleiche. So, schaffe ich das überhaupt gegen die zu gewinnen? Ist mal ganz ehrlich. Also Yunaka wird nicht getroffen wahrscheinlich, ne? Kennt man ja. Da gibt es ja noch irgendwas Leuchtendes. Nee, ne? Okay. Zu 50. Landkugel. Ja. Ach, da ist das Emblem, das die ganze Zeit macht, ne? Rivalen, das ist halt Emblem der Rivalen. Rettung, hey. Damit könnte ich noch Dings hier hinpacken. Damit könnte ich See noch hier retten und zu uns rüberbringen. Aber lassen wir das. So. Oh Gott, da bringt ja gar nichts. So, hat sie irgendwas, was sich heilt? Oh mein Gott, da bringt ja gar nichts an. Kämpft den Drachen vor maximal KP plus 10 sowie Also wird irgendwie nichts bringen, hier gegen sie anzuschießen, weil sie sich ja ein heilt, ne? Okay. Machen wir den hier. Okay. Muss halt hier ein bisschen beschleunigen. So, ich muss nur Tiki besiegen, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Klappt das hier wieder? Sollte eigentlich, ne? Ich habe ganz grob, wie viel Schaden sie macht. Ich glaube, sie von 2-3 wieder hier angreifen kann. Ich glaube ja, ne? Ne, von 1 nur sehe ich gerade. Okay, dann komm mal her. Sag mal, was du drauf hast. 0%. Yunaka kann sie in Alleingang erledigen. Okay, wahrscheinlich nicht. Eigentlich nicht, weil... Okay, jetzt macht sie 2 Schaden.
könnte jetzt ja voll hochleveln, ne? So, 40 Angriff. Wie soll ich? Ach, das ist physischer Angriff. Oh Gott sei Dank. Das ist übrigens halt normale Kampfthema, ne? Warum soll ich das hier machen? Das heißt, ihn kann ich dahin schicken, ne? Okay, kein Problem. Yunaka schafft das noch. Irgendwie halten sie sich nicht hoch. Irgendwie mache ich immer mehr Schaden. What? Ah, es hat Gewicht. Ist das Gift immer stärker oder was? Wird das immer stärker? Ist das wie Toxin oder was? Ah, ich habe Yunaka vermisst. Und er ignoriert einfach. Okay, Geschicklichkeit 16. Das heißt, er müsste eigentlich überleben, ne? Das wird 2×15 Schaden machen. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn Yunaka den ein bisschen ja bearbeitet für eine Weile. Einfach nur um ganz sicher zu gehen, ne? Ich mache immer mehr Schaden. Sehr geil. Ist voll außer, sie ist voll außer Kontrolle, ey. Ich glaube, ob das auf den höchsten Schwierigkeitsgrad auch noch funktionieren wird. Never stop a working system, ne? Wie auch immer das heißt. Ey, nach 3 Stunden von diesem Kapitel will ich einfach mal fertig werden, ne? Ihr seid beide im nächsten Zug einmal weg. Ich muss also die ganze Zeit mit blöden Drachen, die mich hier einfrieren, kämpfen. Tut mir leid, wenn ich ja nicht fair spiele. Ich hätte einen Angriff mitbringen müssen, der garantiert trifft. Das ist nicht meine Schuld. Aber hier hin. Aber du hast ja was gegen Drachen, ne? Also, du hast nicht persönlich was gegen Drachen, aber du hast eine Waffe, die gut gegen Drachen ist, ne? Aber du müsstest ja überleben, ne? Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich mal einen Charakter da reinpacke. Und das gut geht. Ja, sofort. Wieso nicht? Wenn ich dir den Kopf abreiße. Okay. Irgendwie greife immer ich als erstes an. Davon irgendwie ein Effekt.
bist du anfällig gegen, sieht nicht so aus. Ich mag die Animation von ihrem Drachen. Schaut mal an. Hey, hey! Voll witzig aus. So. Mein Gott, Tiki ist viel schwächer als die anderen Gegner hier, gegen die ich kämpfen musste. Guck dir an. Ich meine, sie macht immer noch dutzenden Schaden, aber als Alfred sagen. Du bist ja nicht Alfred. So, alle sind noch 14. Das war eigentlich perfekt. Am Hintergrund läuft das Fire Emblem. Das Fire Emblem Thema. Okay, cool. Ist eigentlich perfekt. Alle sind jetzt auf Level 14 hier. Beim nächsten Kapitel werde ich sowieso ja meine anderen Charaktere wählen. Das heißt, die Level machen gar nichts hier gerade. So, habe ich jetzt. Macht das jetzt auch genug Schaden? Ich will eigentlich meinen Hauptcharakter hier den Kill geben. So, das wäre, trifft natürlich wieder nicht. Reduziert auf ein. Perfekt. Alle für ein. Für die Zukunft, Schicksal oder was auch immer. Umino, Kaio. Also, Chrom sagt halt auch andauernd. Zu Tränen gehört. Okay. Damit haben wir halt abgeschlossen, ne? Ja, einige sind noch auf Level 13. John kann gebencht werden für eine Weile, aber gut. Ja, wir haben ja alle Schutzzonen und so geöffnet, ne? Ich bin immer so paranoid, so. Doch hier war ja nichts, ne? Nicht so aus. Na, wir haben ja alles getötet, alles eingesteckt. Schon zu viel, ehrlich gesagt. Alles klar, Tiki. Dann komm her. Oh Mann. Watch on. Ich war Erfahrungspunkte gegeben. Hey, Butcherin Lucina, Züge 56. Oh. Mein Gott, das war lang. Mein Gott, da sind noch einige andere. Wahrscheinlich, ne? Weil gestern ja Dings rausgekommen ist hier. Direkt. Der neue Pass. とても心強いです。ちょっとテレちゃうかも。そうだ。チキだけじゃないんだよ。腕輪の仲間のみんなもここに来てるんだ。きっと力を貸してくれると思う。それは腕輪の紋章師たちが他にもエレオス大陸に来ているということですか。うん。チキ、みんなのいる場所を教えてあげる。会いに行ってほしいな。 そのメア眠っているはずだけど怖い夢を見ていないといいな。ダマンチーズ、エスディーエルシーは。私はずっと怖い夢を見ていたの。チキが獣になって人間を襲うの。そんな夢を辛かったでしょう、チキ。でもね、もう大丈夫。怖い夢は見なくなったから、これからはあなたも一緒でしょ。
Tiki ist putzig. So, Emblem Tiki verfügt über mächtige Drachenangriffe und kann verbündete göttlichen Schutz gewähren. Die Synchrofähigkeit Sternkugel verleiht einer in eine erhöhte Chance auf Staatswertzuwachs beim Level Up. Das ist viel zu broken. Ich werde sie wahrscheinlich nie benutzen dann. Die Bündniswaffe Atem fügt Gegner in einem bestimmten Bereich Schaden zu. Ihre Schadenszeit ist abhängig von Einheitentyp. Bündnisfähigkeit Drachengestalt verwandelt die eine in einen Drachen und erhöht ihre Staatswerte immens. Ihr Bündnisangriff göttlicher Segen verleiht verbündete Erweckungssteine, die ihnen neue Kräfte spenden, sobald ihre KP auf 0 fallen. Was? So, Schutzengel oder was? Gott, ey. Das hat 3 Stunden gedauert hier. 3 Stunden 30 Minuten. Oh mein Gott, aber jetzt haben wir, weiß ich, eine Silberkarte. Ich nehme an, jetzt nehmen wir einfach davon Gebrauch, wenn wir die schon haben, ne? Und ich kann ja noch rumlaufen, sich gerade. Okay, der Part wird immer länger. Dicky. Oh, ihr seid alle so stark. Das war beeindruckend. Ich bin ganz aufgeregt darüber, mit dir Freund zu sein, Daniro. Sehr cool. Verteidigung, Glück. War natürlich klar, dass wir hier die junge Tiki haben. Nee, in Fire Emblem Awakening kam sie auch vor. Aber da ist sie, weiß nicht, 3000 Jahre älter oder so. Da ist sie eine erwachsene Frau und puff, da sieht sie nicht schlecht aus. Als erwachsene Frau. Das ist ein bisschen wie... Das ist ein bisschen wie, da haben die sich doch bestimmt abgeguckt hier von Final Fantasy 4. Wo Rydia hier, keine Ahnung. Vor allem die hat auch grüne Haare. So ein kleines Mädchen mit grünen Haaren. Damit sie irgendwie, weiß ich nicht, vom Leviathan oder so gefressen oder irgendwie sowas. Kommt dann in diese Esper-Welt. Dann, wenn die wiederkommt, ist irgendwie eine erwachsene Frau. Da sieht sie auch nicht schlecht aus. Müssen die grünen Haare sein. So. Aber wenn ich mich nicht irre, ist Tiki jetzt schon irgendwie, weiß nicht, 1000 Jahre alt oder so, ne? Das ist irgendwie weit über, was die Leute mal hier in der Fire Emblem Community beschweren. Oh, sie ist legal, sie ist über tausende von Jahren alt, auch wenn sie 12 aussieht. Darüber machen die Leute sich heutzutage Gedanken hier in Fire Emblem. Ja, viele Leute sehen das Spiel heutzutage, sehen die Spielserie heutzutage irgendwie mehr als Dating-Simulator. Weil irgendwie die ganzen letzten Fire Emblem-Spiele viel so Pairings und so Systeme haben. Oh, wenn du dich mit diesem Charakter stark befreundet ist, dann könnt ihr irgendwann Kinder haben und die kommen dann von der Zukunft aus hier zurück in die Vergangenheit. Dann sind die schon erwachsen und so. Und hey, hier sind deine Kinder, die du mit diesem Charakter hattest. Und jetzt das Kind von denen und den Charakter. Kannst du alles machen, wie du willst. All deine Shipping-Träume sind befriedigt. Das scheint in diesem Spiel aber jetzt nicht so der Fall zu sein, was ich gut finde. Weil diese Funktion finde ich nicht so gut. Hm. Ich nehme jetzt mal stark an, die haben jetzt alle nur so generic stuff gesagt, ne? Weil die alle nur weiße Sprechblasen hatten. Mehr zu erfahren. Wo soll ich denn da spenden? Ja, ne, da könnte ich eigentlich meine 30.000 reinballern, die ich hier von dem DLC-Pass gekriegt habe, ne? Könnte ich einfach hier, falls man ja dieses DLC-Gebiet hier spenden kann, könnte ich einfach da rein spenden, ne? Dann fühlt es sich wesentlich so an, als hätte ich irgendwie so, weil nicht, eine Menge Geld
umsonst bekommen oder so. Man kann auch hier runter. Was macht ihr? Wir bauen. Okay. Aber die haben sogar was gesagt. Egal. So. Ich nehme an, da machen wir noch. Werden 4 Parts sein. Von daher. Kann ich auch direkt hier noch irgendwie, weil nicht. Vielleicht schneide ich auch ein bisschen, ich weiß es nicht, weil das ist ja echt viel zu lang der Part gewesen. Ja, schon, ich habe ja sonst nichts anderes zu tun, ne? So. Ich habe ja alles, ne? Bin ich da unten reingegangen? In dem Gebiet hier. Was guckt ihr ja also? Schießt jetzt um Mutter sehen alleine. Okay, dann aufbrechen. Ich gehe mal zur Weltkarte, einfach nur, weil ich sehen will. Einfach nur, weil ich sehen will, ob irgendwie hier was Neues. Ja. Oh, da ist noch mehr. Also da muss man als erstes machen, so oder so. Das ist ein bisschen gemein. Das ist ja voll übelst stark gewesen, ja. Ich habe eine Menge Sachen hier. Aber oh, das ist wahrscheinlich der zweite DLC, ne? Erinnerung, sobald du eine Karte des Erweiterungsfass abgeschlossen hast, kannst du die Schlacht erneut als Erinnerung bestreiten. Nein, danke. Du kannst diese Erinnerung so oft du magst wiederholen, mit jeder beliebigen Kombination aus Verbündeten. Für diese Art von Schlachten erhältst du jedoch weder Erfahrung noch Items. Items und Verbündetenstatus werden danach zurückgesetzt. Okay. Warum? Ich habe mir etwas sehr spezifisch. Mit Christian Lahr wurde ein Armring gesichtet. Ja, aber entschuldigt, wenn ich da jetzt nicht sofort reingehe. Ich glaube, ich mache die sogar irgendwie gegen Ende des Spiels. Aber ich habe das Gefühl, ich werde eine Menge Equipment und so brauchen und andere Sachen. So, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Level ist oder... Höhle des Berserkers. Naja, dunkle mit Miasma gefüllten Höhle wurde ein Armring gesichtet. Berserkers. Ich könnte vielleicht mir vorstellen, wer das ist. Hm. Das ist natürlich jetzt nicht so gut gerade, dass ich jetzt nicht sehe, was hier alles ist. Untergrundpassage. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wer da ist. Ich würde aber sagen, wir machen das mit der Story weiter. Ich habe so ein Gefühl, ich muss sehr viel besser vorbereitet sein für solche Dinge. Weil mein Gott, ey, das war... Wo komme ich denn jetzt zum Somniel? Ja. Gut, dann schauen wir mal im Somniel noch nach. Machen hier, weiß nicht. Was auch immer ich noch finden kann. Und dann habe ich hier 3-4 Parts bereit, die alle ein Kapitel sind. Vielleicht schneide ich noch ein bisschen raus, weil mein Gott, ey, das war so lang. So. Und ich nehme an, die ganzen Sachen sind jetzt hier wieder. Ja. Kann ich jetzt wieder alles hier machen. Sie klingt ein bisschen anders. Da bin ich mir ein. Ich meine, Tiki läuft hier nicht rum, ne? Wegen, weil sie DLC-Zeugs ist. So. Ich kann schwören, ich habe schon mit euch geredet. Ika. Ich werde nicht enttäuscht, indem ich jetzt zögere. Ich glaube, das sind die gleichen Sachen, die ich schon. Habe ich überhaupt Dings bekommen? Unterstützungs. Ja, habe ich sogar. Recht drauf geachtet. So. Aber ich würde sagen, das war's dann. Das ganze Zeug machen wir irgendwie beim nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Auch wenn das ein bisschen schmerzhaft sein wird, ne? Einfach nur, keine Ahnung. Weil dann wieder so lange dauert. Warte, ich wollte spenden. Spenden wollte ich wenigstens noch machen. Das dauert ja nicht lange. Kann ich in das DLC-Gebiet hier Sachen spenden?
Nö. Wie soll ich denn dann an die Tiere kommen? Aber da können wir eigentlich auch erschwinden. Mal geben wir einfach, mein Gott. Spende für Illusia. Purgativ. Noch ein Purgativ. Und noch eins. Alles auf Level 3. Bolganon. Das ist ein Feuerzauber. So, wie viel Geld habe ich jetzt? 35.200. Und ich nehme an, die Silberkarte ist jetzt immer aktiv, ne? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was ist das für eine Karte? Gut, dass ihr habt, Gott. Ich habe sofort als ihr meine Wahl mit persönlichen Exklusivrabatt. Was soll man machen, ne? Wenn das Spiel, wenn das Spiel einen keine Wahl gibt, da muss man jetzt halt durchsehen, ne? Entweder macht jetzt einen Rückzieher oder man zieht es einfach durch. Ich könnte auch eigentlich hier das alles nur aufgenommen haben und einfach nicht speichern, ne? Und einfach den Spielstand noch mal laden. Dann habe ich die ganzen Bonus hier nicht mehr. Nein. Keine Lust. Also was wir, ich werde das sowieso auf 4 Parts hier einteilen, von daher gehen wir rein, machen, weiß ich nicht, noch einige Sachen im Somniel, schauen uns Unterstützungsgespräche an und so. Boah, Unterstützungsgespräche. Bringen wir hinter uns, okay? Wären 4 lange Parts. Von daher, was soll man machen? Hey, mehr Content für euch. Zwinker, zwinker. どことなく疲れていらっしゃるように見えたもので。よくわかりましたね。実は今なんとなく体がだるくて。それはいけませんね。食事はちゃんと取れていますか?しっかり食べています。睡眠は?食事も睡眠も問題ないのに体がだるい。もしかしたら 進路が原因かもしれませんね。進路?はい。戦をしているとどうしても心に負担がかかってきますから。神龍様は進路を発散する方法はお持ちですか?考えたこともなかったです。むしろには何か発散法があるのですか?ええ、いくつか。誰もいない山の中に分け入り、清流でのんびりと釣りをするとか。 楽しそうです。私も試してみたいです。では、よろしければ俺と一緒に試されてみますか?気に入るものがあれば、これから使えるかもしれません。はい。ぜひお願いします。都合のいい時に誘ってください。ブシロン。Alles klar. Nicht so gut, dass die Supports so schnell sind. So, John und Celine. Der B-Support schon. え、そう、ヴィンセ。セリーの王女、こんにちは。あら、それは医学書かしら。今日はこれからお勉強?はい。医者になるために。立派ね。じゃあ、お誘いは日を改めることにするわ。お誘い?もしかして、この前のお茶会の件ですか?ええ、ジャンの故郷の茶葉が手に入ったの。だから、 今日にでもどうかと思ったのだけれど、お勉強の方が大切だわ。すみません。お気遣いいただいて。とんでもない。楽しみが先に伸びただけのことよ。待った分だけ、より美味しく感じられるはずだわ。セリーヌ王女がこんなに言ってくださるやなんて。自分の故郷の茶葉はすごかったんですね。今気がついたの?ジャンの故郷で採れる茶葉は 世界に誇れるものと私が保証させていただくわ。ありがとうございます。そういえばジャンはお茶の道は考えなかったの?お母様も工房で働いているようだし。考えたことなかったですね。お茶は美味しいですけど、
人は救えませんので人は救えない。セリーヌ王女、ごめんなさい、何でもないの。お勉強の邪魔になるからもう行くわね。これで勉強もはかどると思います。ありがとうございました。あまり無理せず頑張ってね。 Alles klar. Okay. Ich habe gerade einen sehr bösen Gedanken. Und ich plane irgendwie... Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich plane ehrlich gesagt, diesen Spielstand zu laden. Ja, aber ich krieg einfach zu viele Vorteile dadurch. Er macht das Spiel doch viel zu einfach, ey. Ich bekomme eine Silberkarte, die Preise der Waffen reduziert. Also ich werde dauerhaft irgendwie mehr Geld haben. Ich glaube, das tut das Spiel irgendwie viel zu vereinfachen. Da bilde ich mir halt nur ein. Aber ich möchte auch wirklich dieses Kapitel nie mehr spielen, ehrlich gesagt. Das will ich auch nicht machen. Von daher weiß ich nicht genau, was ich jetzt tun soll. Ob ich jetzt das Spiel nochmal laden soll und einfach das Kapitel überspringen soll und vielleicht noch mal irgendwann ein andermal spiele, aber dann privat, damit ich das nicht noch mal aufnehmen muss. Dann hoffentlich geht es auch ein bisschen schneller. Und ja, keine Ahnung, vielleicht werde ich dieses Video auch nie irgendwie releasen, ich weiß es nicht. Nee, lass mal das, ist doch vollkommen egal, mein Gott. Das ist so meine Ehre als Gamer, die irgendwie auf dem Spiel steht. Oder die ich beschützen will, obwohl die nicht vorhanden ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Celine. Ja, ich möchte auch wirklich dieses Kapitel nochmal spielen. Ich möchte es wirklich nicht nochmal spielen. Das ist einfach viel zu krass. Ja, vielleicht wird es irgendwann einfacher, ne? Weil ich später da reingehe. So, Level up. Was war eine Verbesserung, aber ich darf mich jetzt nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen. So, ihr habt euch bestimmt jetzt gewundert wegen den komischen Schnitt, der jetzt gerade kam, ne? Das kommt daher, weil ich einfach die Aufnahme beendet hatte und mir echt vorgenommen habe, hier das Spiel zu laden. Und einfach so zu tun, als hätten wir dieses Kapitel nicht gespielt, ne? Aber dann habe ich mir doch gedacht, mein Gott, ist doch jetzt vollkommen egal. Jetzt nicht so, als hätte ich jetzt die Silberkarte irgendwie so geschenkt bekommen oder so, ne? Ich habe mir die hart erkämpft. 2 Stunden. Von daher. Außerdem habe ich irgendwie ein paar Sachen gegoogelt und anscheinend ist Geld sehr knapp in diesem Spiel. Von daher, ja, was soll man machen, ist doch jetzt auch egal, ne? Wen interessiert denn das auch, ne? Wen interessiert meine Ehre als Gamer? Weil nicht. Zur Not kann ich immer noch irgendwie Geld aus dem Fenster werfen und dann wieder Sachen verkaufen und dann wieder kaufen, wenn es mir so wichtig ist. Aber ab jetzt ist es mir vollkommen egal. Weil nicht. Ich werde wahrscheinlich auch darüber nachdenken, Edelgard ab jetzt zu benutzen. Aber ich will die erst benutzen, nachdem ich wieder 10 Ringe ab oder meine ganzen Gruppe ihr 10 Ringe geben kann. Weil dann macht es ja keinen Unterschied mehr, ne? Weil dann habe ich... Im Moment habe ich ja nur 4 Ringe, ne? Im Moment habe ich nur 2 Ringe von der Story. Und die will ich auch erstmal benutzen, ne? Ich will jetzt nicht diese hier noch benutzen, um mir halt einfacher zu machen. Also sobald ich wieder 10 Ringe habe oder genug, um irgendwie meine ganze Truppe zu füllen, dann macht es ja gar keinen Unterschied mehr, welchen Ring ich auswähle, ne? Von daher, was soll's. Ja, wir machen einfach so weiter wie zuvor. Ich werde mein Geld einfach spenden, damit ich da 30.000 loswerde, die ich geschenkt bekommen habe. Und mit dem zusätzlichen Geld werde ich einfach ein bisschen mehr Items, weiß nicht, upgraden oder so, keine Ahnung. Ich werde schon irgendwie... Ist so ausgegraut. Ich werde mir schon irgendwas einfallen lassen. Warte mal. Warum ist er
ausgegraut. Ach so, weil er keine Waffen haben. Okay, sie auch nicht. Ich dachte schon, er ist tot oder so. Aber er hat keine Waffe, ist klar. Er kann nicht in die Arena dann. So, wir machen jetzt einfach so weiter. Ist jetzt vollkommen egal, ne? So, bitte kämpft wieder gegen Alfred. Das war sehr gut. Ich glaube, ab da habe ich so irgendwie einen Schnitt gemacht, ne? Ich weiß nicht. Ich habe außerdem keine Parts hier, die ich gerade hochladen kann für morgen. Oder irgendwas muss ich hochladen. Und ich tue jetzt nicht noch mal eine neue Aufnahme starten für irgendwas. Die dann auch noch mal 2 Stunden dauert oder so. Von daher machen wir jetzt hier einfach so weiter wie zuvor. Machen wir halt einen Spielstand, wo die DLCs nebenbei noch gespielt werden, ne? Gut. Und jetzt gucken wir uns das hier an. Und ich hätte jetzt hier... Ich nehme mir kurz ein bisschen von meinen Spekulatius, die ich mir geholt habe. Aber ich mache ja auch keine Gefechtskämpfe auf der Weltkarte, von daher, was soll's, ne? Wird schon irgendwie funktionieren. もっと深く掘らねばならない。せや。井戸を掘っているところなんだよ。あのですね、お兄様。お水が足りないのなら近くの川に汲みに行けばいいの。わざわざ井戸を掘る人なんていないわ。そうか。その手があったか。なら。Bin einfach dem Fluss mit den Brunnen. Alles klar. So. Ich glaube, Bandungsgespräche haben wir auch übrig, ne? Wurde mir irgendwie angezeigt, habe ich gar nicht lange gedacht. Wir sind kurz hier vom Level ab. Was mit sie? Jade, nimm dir mal, weil nicht Lucina. Geschicklichkeit, Resistenz. Wirklich mal. Okay. Ob sie mit der Stahlachs irgendwas trifft. Ob er Schaden macht? Nein. Okay, sehr gut. Und den hier. Sehr gut. Ja, guck mal, die Erfahrungspunkte. Und für ein Level war er? Hat er irgendwie einen Einfluss darauf? Ich weiß es nicht. Nochmal. Level 13, bitte. Oh, das ist ein interessanter Kampf. Oh Mann. Oh, wir verlieren, aber. Außer ich meine, Kitchen-Treffer. Von 8%. Was ist das hier? Oh, sehr gut. Nein, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich habe doch gerade gewonnen. Oh. Noch ein Schlag entfernt, dann hätte ich doch gewonnen. Oh, dieses Spiel. Unterstützungsgespräch. Treffen sich 2 Ritter in der Bar. Prügeln sich die Fresse. Im Mund.
ジェイデさん、あなたに興味があったので。つい。興味？常に冷静沈着で任務を的確に遂行。主の命令には絶対に逆らわず、そして敵には一切の容赦もない。その様から冷酷非道と評されることもあると。興味があるとは随分と可愛い言い方をしたものね。 危険人物扱いしたいのなら、好きにすればいい。私もあなたを完璧に信用しているわけではないわ。危険人物だなんて、そんな誤解を招いてしまいましたね。ですが、あなたには隠された一面があるのも事実では、一部の者しか知らない真実の姿を。僕は知っていますよ、あなたの真の姿を。 何をバカなことを。小説を書いているそうですね。しかも真面目さのかけらもないお笑い小説を。ルイ、忠告しておくわ。口は災いのもとよ。つまらないざれ事で命を落としたくはないでしょう。安心してください、誰にも話しませんから。その言葉に嘘偽りがないのなら 安心していいのは私たち。ウィルグノムだ。これは運心ゲネタ。なるほど。肝に銘じておきますね、ジェイデさん。Okay. Wie bitteschön sind die jetzt freundlicher zueinander geworden? So, was hat euch dann beim nächsten Mal, ne? Angeln, Krafttraining, Stall. Gut. Wie sieht das jetzt hier aus? Da müssen ja jetzt auch neuer Ring sein, ne? Von Tiki. Da. Da sind noch 1, 2, 3, 4, 5. Ein paar wurden ja noch angekündigt letztes Mal, ne? Bald wird hier irgendwann sehr bunt sein, wenn ich die wieder alle habe. Sehr cool. Na gut, aber der Part ist jetzt auch lang genug gewesen, ne? Von daher, ich weiß nicht, wie ich das hier alles schneiden werde. Ich habe gerade geguckt, die Datei ist irgendwie 29 Gigabyte groß. Da wird ewig dauern, bis ich damit fertig bin. Aber was soll's, ne? Gut. Dann sage ich, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen, für diese stundenlange Prozedur in den letzten Parts. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank. Und dann machen wir auch hier die normale Story wieder weiter, ne? Und dann gucken wir mal, wie schwer oder leicht es sein wird, ne? Ich werde natürlich mit meinen etwas schwächeren Charakteren reingehen. Ich werde jetzt nicht hier mit hier meinen super starken Leuten dann da reingehen und dann alles wegputzen. Dann gehen wir wieder mit unseren Level 12 Charakteren wie Jade, Alchrist, Diamant, Lapis und Co. da rein. So läuft das dann ab, ne? So werden wir doch nicht überlevelt, ne? Mir gefällt immer noch nicht der Gedanke, dass die Silberkarte jetzt dauerhaft aktiviert ist. Ich würde es sehr gut finden, wenn man die irgendwie abstellen kann. Aber na gut. Kann man halt nicht ändern, ne? Ich habe ja gelesen, irgendwie das Geld soll angeblich hier sehr knapp sein in diesem Spiel. Ich kann natürlich hier wieder hier das Geld hier alles. Wie gesagt, ich habe einen Schnitt gemacht. Ich habe überlegt, ob ich das alles nochmal neu mache oder nicht mache. Deswegen ist das hier alles noch nicht aktiviert, mehr oder weniger. Ja, vielleicht will ich auch überlevelt sein, ne? Vielleicht will ich auch einfach hier reingehen und alles fertig machen, ne? Einfach nur, um den ganzen Content zu zeigen. Weil das ist immer das Problem, wenn man irgendwie Leute mal Fire Emblem spielen zusieht, ne? Einige Charaktere sehen sich irgendwie einen Charakter an, denken sich so, oh, ich mag diesen Charakter nicht, den benutze ich nicht, ne? Und dann sieht man die Person nie diesen Charakter benutzen oder
eine ganze Handvoll von Charakteren. Ich mag diesen Charakter nicht, ich mag diesen Charakter nicht, ich benutze diesen Charakter deshalb nicht, ne? Bei mir sieht man wenigstens alle Charaktere, weil ich weiß, Wanda ist jetzt schon eine ganze Weile auf der Bank, aber glaub mir, der wird auch irgendwann sein Comeback haben. Das garantiere ich euch. Es wird etwas dauern und es wird wahrscheinlich mit Pikaya als Heiler sein, aber irgendwann wird er auch seinen Comeback bekommen. Der alte Mann ist noch nicht ins Grab. Spätestens, wenn die meisten Leute hier schon Klassen gelevelt sind, aufgelevelt sind, hier Klassen gewechselt sind, was weiß ich. Dann macht er seine Rückkehr, ne? So spiele ich meine Fire Emblems. Es macht die Fire Emblem Spiele deutlich schwieriger in der Regel. Aber so spiele ich halt. Okay, laut der Karte sind hier noch zwei andere Leute da. Okay. Gut, aber für heute war es das, ne? Ich habe hier alles erledigt. Das Zeug mache ich wieder alles offscreen. Wir lassen uns wieder von jemandem wecken, wie immer. Und ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.